Hey, 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 und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von VC Rain Club hier auf meinem Kanal. Ja, jetzt geht's weiter mit der fünften Season und wir haben das Team, was wir letztes Mal noch in der vierten Season genutzt haben oder gegen Ende von der vierten Season genutzt haben, nochmal ein bisschen ausgebessert. Und zwar haben wir beispielsweise, okay, Felinara und Katapultra ist noch neu, ist noch gleich. Das ist immer noch diese Strategie mit Ruckzuckhieb, Schwächenschutz aktivieren, Schallwelle, Magieflamme ist noch drauf, Magieflamme für Tentantel und andere Stahltypen. Und um Spezialangriff vielleicht mal zu senken, kann auch mal vom Vorteil sein. Und auch das mit Katapultra ist geblieben, mit der Hydropumpe, damit wir Monte Cabro auf jeden Fall one-shotten können. Wobei die auch wegen Cetra King und Quaxo jetzt, die mittlerweile erlaubt sind, auch immer weniger werden müssten, meiner Meinung nach. Aber ob das jetzt so ist, schauen wir mal. Dann als nächstes haben wir Milotix, auch noch gleich geblieben. Siedewasser, Eissturm, rechte Hand Genesung. Rechte Hand können wir ganz gut in dem Team gebrauchen. Eissturm, um die Inne zu senken, brauchen wir bei dem Team nur so mäßig, würde ich sagen, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zu den Neuen. Ich habe jetzt Ableithieb und Trommelschläge weggemacht. Stattdessen habe ich jetzt Holzhammer und Grasrutsche. Ableithieb benutze ich nicht mehr, weil ich gesehen habe, dass Holzhammer sowieso mehr Schaden als Ableithieb gegen Despotar macht. Also von daher brauche ich es gar nicht. Grasrutsche ist eine echt gute Prio im Grasfeld und echt sehr, sehr stark. Und mit Abschlag und Mogelieb sind wir verweilt, weil Abschlag ist immer ganz gut, Items loszuwerden. So ein Schwächenschutz beispielsweise ist immer ganz gut. Mogelieb ist sehr, sehr wichtig. Dann als nächstes haben wir ein Schutzschild von vieren weggemacht. Wir haben sogar zwei von vieren weggemacht. Ob wir es auf Moruda jetzt wieder machen werden, werden wir sehen. Aber erstmal zu Liberlo, weil Liberlo habe ich jetzt erstmal... Der ist kein Leben-Op-Set mehr. Ich weiß nicht, ob der den Leben-Op noch braucht. Basically, also prinzipiell ja für die Okos, aber ich habe dem jetzt einfach mal Feuerball, Turmkick, Eisenschild und Tiefschlag gegeben. Ich habe dem den Schutzschild weggemacht. Ich habe ihm stattdessen halt Turmkick gegeben. Dann habe ich ihm eine Brunusbeere gegeben, weil das Problem an meinem Team ist, ich bin ein bisschen gegen Sleep aufgeschmissen, so Hypnosen zum Beispiel. Ich habe keine Elektroattacken und Schlafpuder ist auch immer sehr lästig. Vor allem, weil... Ich könnte natürlich mit Moruda und Libellulin gegen so Sonf, Kurtel und Bisaflor Teams. Aber das Problem ist halt einfach, dass dann eine Eruption kommt, die ich nicht mag. Und wenn der Gegner das auch noch predicted und versucht mal Moruda anzugreifen, ist generell RIP. Deswegen lieber die Brunusbeere, auch vor allem, weil man kann sich in einen Stahltypen verwandeln und geburnt werden mit Irrlicht. Man kann... mit Donnerwelle geparat werden, was halt auch kacke für Liberlo ist und deswegen die Brunusbeere. Ob wir jetzt den Leben-Op vermissen werden, müssen wir mal sehen. Wir haben an sich rechte Hand und Liberlo macht trotzdem genug Schaden, würde ich sagen. Und ja, wenn nicht, werden wir wahrscheinlich statt Magieflamme auf Felinara rechte Hand machen. Und so ein bisschen unser Tentantel-Matchup vielleicht verschlechtern. Aber ich denke, jetzt in dem Fall wäre das schon okay. Wäre, glaube ich, nur schlimm, wenn wir... Felinara Gortrom oder Felinara Milotic hätten nur noch oder Felinara Moruda. Dann, ne? Ja, genau. Jetzt als nächstes haben wir Moruda komplett umgeworfen. Also das ist komplett, das Einzige, was er behalten hat, ist Aquadurchstoß. Ich habe mir so gedacht, tatsächlich ist es so, wenn jemand Lapras spielt, können wir mit Gortrom und Moruda leaden. Wenn wir mit Gortrom Dynamaxen und mit dem Max Grass angreifen, dann ist er nicht ganz K.O., aber mit der Grasrutsche zusammen von Moruda ist es tot. Und das ist halt so ein bisschen der Clou dahinter. Und deswegen die Grasrutsche. Auch damit Moruda eine Priorität hat und auch abseits vom Bizarro-Raum was macht. Und auch vor allem nicht nur für Bizarro-Raum-Counter gedacht ist. Sondern auch mal flexibler ein bisschen ist und was machen kann. Dann haben wir Gero-Ball weggemacht. An sich war der da für Silembrim. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, da reicht auch eine Geisterattacke. Und zusätzlich... warum ich mich dafür entschieden habe, natürlich ist die Verteidigung zu steigern auch eine ganz gute Sache gewesen, oder wäre eine ganz gute Sache gewesen, aber Alola Knocker wird jetzt in Bizarro-Raum-Teams auch immer öfter gespielt. Ich habe das schon auf Showdown gesehen, ich habe da schon so ein paar Unranked-Matches gesehen mit den neuen Mons von anderen YouTubern und Knocker, der kommt schon immer öfter. Und da ist, glaube ich, ein rechter Hand Max Ghost gar nicht so schlecht dagegen. Was heißt gar nicht so schlecht? Gar nicht so schlecht heißt das O-Code durch die Dynamax. Was er mit Aquadurchstoß niemals schaffen würde. Und im Gegenzug würde Moruda dann sterben. Und das wäre es halt nicht. Deswegen Poltergeist auch ein neuer Move. Aquadurchstoß sind wir geblieben, weil der Grundgedanke hinter dem Set ist auch gegen Kurtel zu gewinnen. Und da kannst du halt einfach mit Max Water, also mit dem Max Geysir,
den Regen rausholen und damit sozusagen die Sonne kontern von Kurtel und damit das so ein bisschen ausstollen. Und ja, Seitentausch haben wir jetzt mal über Schutzschild gemacht, damit wir da auch nochmal ein bisschen flexibler abseits vom Bizarro-Raum sind. Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen mal das Team. Noch zusätzlich zu sagen ist, dass die beiden Starter natürlich G-Max sind. Also wir haben Gigantamax-Starter dabei. Und gehen mal in die neue Season rein, würde ich sagen. Ja, gucken wir mal, wie das Team wird. Eine neue Season hat begonnen, okay. Ja, wir haben letztes Mal leider nicht den Hyperball erreicht. Ja, komm, wir zeigen mal unser Team. So wichtig ist es jetzt nicht, dass es geheim bleibt. Ich werde jetzt nicht auf dem Turnier damit spielen oder so. Also, selbst wenn, wer soll das sehen? So, schauen wir mal, wen wir bekommen. Bin gespannt, ob die neuen Moves gut sein werden. Es ist auch mal cool, neue Animationen zu sehen und ja. So, unser erster Gegner ist ein Brea. Ach, guck mal, das ist doch schon das Sonnenteam, ne? Da können wir doch direkt diese Strategie mit Gotham und Liberlo fahren. Wobei mein Problem primär so ein bisschen darin auch bestehen würde, dass, mein Gegner auch mit was anderem leaden könnte. Ich glaube tatsächlich, mein Gegner leadet eben mit Bisaflor und Kurtel. Ich würde das, glaube ich, auch riskieren. Und wenn mein Gegner wirklich mit Gudra leadet, dann ist es halt ein bisschen problematisch. Aber ich kann ja noch Katapultra mitnehmen und Filinara. Ich glaube, die beiden sind auch nicht schlecht. Moruda sehe ich nicht ganz so. Und Milotic, ja. Er kann halt mit rechter Hand supporten. Ich glaube, da ist so ein Mode eigentlich besser. Ich probiere das mal aus, weil ich glaube, wäre ich mein Gegner, ich würde tatsächlich mit Kurtel und Bisaflor liegen und erstmal versuchen, das Liberlo zu schlafpudern. Und dann können wir vielleicht schon von Anfang an sehen, wie es als G-Max aussieht hier. So, wir kämpfen gegen Brea. Wenn jetzt Gudra liegt, ist halt ein bisschen problematisch, aber ich denke, dann wechseln wir einfach Filinara raus. Schauen wir mal, mein Gegner leadet mit Indeedee Slowbro, auch interessant. Okay, Trick Room will aufgesetzt werden. Trick Room will aufgesetzt werden. Ja, das ist doof. Das ist doof. An das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich würde sagen, ich gehe. Ich glaube, ich gehe raus. Ja, dann hätte ich Moruda doch mitnehmen müssen. Ich habe den Trick Room Mode nicht so ganz gesehen. Ich muss mir das ein bisschen merken, dass der Slowbro auch fahren kann. Okay. Müssen wir mal schauen, dass wir da... Nein! Als ob! Als ob. Als ob der jetzt misst. Ach komm schon, das ist jetzt echt kein cooler Start. Ja, wir müssen uns so ein bisschen dran gewöhnen. Ich würde aber hier jetzt mal rausgehen. Und ich denke, eine Schallwelle droppen oder aber erstmal Schutzschilden. Ich glaube, ich schutzschilde erstmal. Okay. Ja, ich hätte Moruda mitnehmen müssen. Der wäre jetzt auch geil gewesen. Ich glaube, ja, Moruda in der Backstadt Katapultra wäre cool gewesen. So, auf wen hat er das abgesehen? Okay. Ich würde tatsächlich versuchen mit einem... mit einer Grasrutsche und einem Ruckzuckhieb hier das Ding rauszunehmen. Schauen wir mal. Vielleicht macht es auch nicht genug. Wir müssen mal schauen. Ja, ich habe den Trick Remote da an der Stelle nicht so ganz gesehen.
Ja. Das war das Problem. Sonst hätte ich Moruda mitgenommen. Und Moruda wäre, glaube ich, jetzt an der Stelle echt ziemlich krank gewesen. Rechte Hand, okay. Gucken wir uns den neuen Move an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist Life Orb, ne? Okay. Ich glaube, ich muss Libello Dynamaxen. Ich habe einen zu schnellen Mode mitgebracht. Wir versuchen's. Ich gehe nochmal raus in Katapultra. Mal gucken. Ah, den Trick Room Mode habe ich nicht so gesehen. Bin ich gespannt. Ob der jetzt da. Scald. Okay, das ist fein. Das ist fein. Wir können jetzt sogar. Kein Burn, kein Burn, kein Burn. Den Chip will ich nicht haben. Den Chip wollte ich nicht haben. Den Chip wollte ich nicht haben. Das ist kacke. Ja, ich, Protect ein bisschen. Wie viele Runden habe ich noch? Wie lange geht denn der Trick Room noch? Eine. Ja, ich muss halt versuchen mit. Ja, ich mache mal einfach Grasrutsche hier hin und erstmal ein Schutzschild. Ja, mal wenigstens ein bisschen Chip. Ja. Das ist okay. Jetzt muss ich mir gleich überlegen, mit was ich denn Dynamaxe. Ich würde fast schon sagen. Muschelwaffel ist okay. Muschelwaffel, ne? Ich glaube, wenn ich den Ghost-Angriff mache, dann. Nee. Ich Dynamax Libello einfach nur, um Libello aufzuzeigen. Duna Dark hier rein. Damit wir auch das G-Max gesehen haben. Und Spukball hier rein. Damit wir da Damage gefressen haben. Mal gucken. Ah, warte, er ist ja nicht Wasser. Ich hätte auch einfach den Feuerangriff machen können, den neuen. Oh, Mann. Das wäre gut gewesen. Der hat... Ich hätte den Feuerangriff machen müssen, das war ein Missplay. Sieht aber cool aus. Das war ein Missplay, glaube ich. Oh ja, das ist... Das ist jetzt doof, I guess. Ja. Oh, bitte. Oh, das killt nicht. Okay, das ist gut.
Das ist gut. Ey, mit etwas Glück versucht der Libello einzuschläfern. Und das wäre echt sick. Das wäre echt sick. Dann wären wir genau da, wo wir hinkommen wollten. Bitte, 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 bitte. Er hat doch safe. Er hat doch safe. Oh, das Gras ist schon. Er hat doch safe Visaflow, oder? Er hat doch safe den Visaflow-Mode. Ich hoffe, er versucht mich einzuschläfern. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe, er versucht mich einzuschläfern. Über Brandball. Ja, wir doppeln den, falls er... Oh, bitte, 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 geh auf den Schlafpuder. Geh auf den Schlafpuder. Oh, please, geh auf den Schlafpuder. Oh, please, geh auf den Schlafpuder. Ich will sehen, wie du... Ich will sehen, wie du es verkackst. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, er Dynamaxed instant. Aber ich hoffe, mein Gegner tötet mich nicht. Wenn es Live-Op ist, maybe... Wenn's Live-Op ist, maybe. Okay. Nein, warte, 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 warte. Schade. Ah, ich hätte, ja, okay. Ja, okay, ich hätte es einfach anders machen müssen. Heat Wave. Ja, okay, okay. Hilft mich das? Gerade so nicht. Dorne sind noch zwei Runden. Ja, ich kann das nicht protecten. Ich hätte Torkoal rausnehmen müssen. Okay, es war ein Missplay. Mit etwas Glück fehlt uns das aber nicht. Oder? Das killt uns. Ah, wir sind nicht so... schade. Okay. GG. GG. Das war gut geplayed an der Stelle. Konnte aber auch nicht riskieren, dass er keinen Schlafpuder drückt. Dann hat der Burn gemattert, würde ich fast sagen. Jetzt hätten wir nämlich nochmal die Sonne eine Runde ausdollen können. Naja, machst du nichts. Ist okay. Ich habe da an der Stelle nicht mit dem potenziellen Trick Room gerechnet, wenn ich ehrlich sein darf. Sorry. Aber zum Hals. Wir machen auf jeden Fall noch einen Kampf. Müssen mit dem Team erstmal warm werden. Ja, passt schon. Zumindest haben wir G-Max Libello gezeigt. Oh, hier kann ich Maruda in der Back halten, ne? Würde fast sagen... Können vielleicht schon mal mit Schallwelle. Nehmt das mit und wir nehmen das mit. Ja. Wozu haben wir sonst den. Ich glaube, ich habe zu schnell gedrückt. Gut, Sasa ist echt doof. Naja. Gut, Sasa ist echt ein bisschen doof. Hätte vielleicht einfach Libello mitnehmen sollen und den Instant wegböllern. Oder irgendwas Instant wegböllern. Okay, aber mein Gegner entscheidet sich dann doch für den Lead. Was okay ist. Was ultra okay ist. Hier rein. Jo, mal erstmal hier Scald. Dann ist alles okay.
Okay. Ich glaube tatsächlich, ich kann ja Holzhammer und Siedewasser, I guess. Wenn er einen von beiden tötet, wäre ganz geil. Versuche mich mit selbst zu töten. Ja, das wäre mein Play. Oh, okay. Interessant. Das klappt. Ja, ist auch okay. I guess. Rothschild? Nee. Maxguard? Maybe. Ich will halt, dass er Gortrom rausnimmt oder sie. Ob wir das schaffen, ist eine andere Sache. Aber es wäre gut. Oh. Uiuiui. Das ist okay. Krieg ich einen Burn? Schade. So, ich fänd's cool, wenn einer von beiden stirbt. Ja. Ich glaube, ich gehe auch tatsächlich auf den Abschlag und Siedewasser. Ich will, dass mein Gegner halt einen von beiden jetzt endlich mal rausnimmt, ja. Nachtnebel, ja, ist okay, glaube ich. Warum ist Milotic ihm so wichtig? Aber das ist okay. Please, komm durch. Please, komm durch. Komm, komm, komm. Komm schon, Rollaboom. Bitte, 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 danke. Thank you. Life-Op war wichtig. So, jetzt kann ich nämlich in Moruda gehen. Und Dynamaxen. Aber scheint, als wäre Milotic so das größte Problem für meinen Gegner. Hm. Zeig, was du drauf hast, mein Baby. Los, Anker. Yeah, das killt. Wehe, das killt nicht. Ja, wollte gerade sagen, das wäre ja alles andere als komisch gewesen. Perfekt. Das heißt, wir haben sogar zwei Runden Trick Room, die wir unser eigen nennen können. Nachtnebel, ja, ist okay. I guess, bei wie viel sind wir? Ah, genug. Ah, komm durch, komm durch, komm durch, komm durch, komm durch, komm durch, komm durch. Nein! Verdammt nochmal. Okay. Was kommt rein? Kurtel wäre okay. Indeedy. Okay. Mann, Dynaflora. Ja. Wechseln raus.
So, im Nachhinein betrachtet wäre eine U-Turn auch nicht schlecht. Okay. Nachtnebel? Ja, das ist das Problem, ne? Ja. Okay. Na gut, wenn jetzt der Trick Room aufhört, dann können wir wenigstens mit einer Grasrutsche. Ja. Das macht aber, glaube ich, keinen Schaden. Oh, minimal. Nachtnebel. Ja, ist okay. Ja. Wenn es ein Water-Type ist, was mein Gegner noch hat, dann stehen wir sogar ganz gut dabei, würde ich sagen. Cool wäre natürlich jetzt... Poltergeist will ich halt so gerne aufzeigen, ne? So ultra gerne. Marowak, okay. Das ist doof. Das ist gut. Das ist ein Double Crit gewesen, yo. Das ist okay. Jetzt stellt sich die Frage, hat mein Gegner... Ich bin genau auf 56, das heißt, ich kann das tatsächlich sogar machen. Aber die Sache ist, ich glaube tatsächlich, mein Gegner... Ich gehe auf eine Schallwelle und mache einen Abschlag. Ganz ehrlich, ich glaube, der Protector versucht, den Trick Room rauszukriegen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Würde ich mal vermuten. Ja, erwischt. Jetzt muss es noch reichen. Reich. 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 Reich, bitte. Oh, ja, okay, Dings ist weg. Klar, natürlich reicht's. Puh, das wird gegen Ende dann nochmal knapp, ey. Aber ich hab schon damit gerechnet. Ich hab schon damit gerechnet. Die Sache ist halt, hätte er es nicht gemacht, hätte er sich wahrscheinlich mit Recoil wieder zu viel gemacht. Vielleicht, schwierig zu sagen. Abschlag, okay. Ja, ich darf da nicht overpredicten. Puh, der letzte Kampf war nochmal sehr spannend, das muss man zugeben. Auch wenn ich hätte gerne die Poltergeist-Animation gesehen hätte. Ja. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Team für heute. Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall nochmal ein, zwei Kämpfe damit machen, denke ich mal. Soweit gefällt's mir auch relativ gut. Ich muss das nur relativ gut predikten, muss ich zugeben. Letztes Mal, der Kampf davor war jetzt so das Problem...
Hätte ich jetzt zum Beispiel den Trick Remote früher gesehen, hätte ich, denke ich, Muruda mitgenommen. Dann wäre da, glaube ich, wäre das, glaube ich, besser gewesen. Und ich überlege auch ehrlich gesagt, eine U-Turn einzupacken auf Cinderace. Kann man nämlich raus U-Turnen immerhin aus Liberlo, aus Indeedee und Abschlag dagegen drücken, während die Trick Room rauskriegen, Muruda reinkriegen, ne? Wäre eigentlich auch eine Idee. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich so auf die Moves raustun soll. Es ist irgendwie... Der Move-Slot, der ist zu klein. Aber das, man kennt ja das Problem. Es ist, der Move-Slot ist meist immer zu klein. Aber gut, ich will euch nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Habt noch einen schönen Nachmittag, Abendtag. Und natürlich ein nice Live. Macht's gut.